Natürlich haben auch die Bewohner in den letzten zwei Wochen wieder wahnsinnig viel gezetert. Es gab wieder einen ganzen Sack voll, ja, wie soll ich das jetzt sagen, professionell angezettelten Superstreits. Ja. So muss man das eigentlich sagen, oder? Aber warum eigentlich? Ist mir irgendwie entfallen. Wer ist noch mal schuld am ganzen Stress? Sie! Die Obert! Die Obert! Na klar, Robert! Das war gestern. Ja. Jetzt ist es die Obert! Während wir also gemütlich die Auferstehung von Jesus gefeiert haben, ist etwas nicht weniger Unglaubliches geschehen und gesendet worden. Desiree Nick und Sie! Die Obert! Genau, die haben sich tatsächlich bei einem Gläschen Champagner vertragen. Und die Nick legt zur Feier des Tages gleich mal eine flotte Sohle aufs Parkett. Und was macht die, Sie! Die Obert! Ach, schau einfach selber, was die macht. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Carina, du Schlaftablette an die Arme! Zieh die Sachen aus! An die Arbeit! Mach es so wie Mutti! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Ein Albtraum! Mach es so wie Mutti! Ja, man sollte immer sehr viel trinken in so einer Reality-Show. Das tut dem Ganzen gut. Also ich halte fest, die Nick hat sich erst mit der Oberts vertragen, wurde dann komplett beknackt und ist am Ende noch aus der dritten Show rausgeflogen. Ja. Andere Trash-TV-Formate, die würden diesen herben Verlust nicht verkraften, aber nicht so Promis unter Palmen. Die Lücke wird direkt gefüllt von Bums- und Knatter-Senator Ronald Schill. Falls sich fragen, was der Schill eigentlich zu seiner Zeit als Senator in Hamburg nachts im Rathaus getrieben hat, kleiner Spoiler, Straßenbauanträge gegenzeichnen war es eher nicht. Das Hamburger Rathaus hat mehr Zimmer als der Buckingham Palace. Und da hatte ich dann jede Nacht meine private Königin gekrönt. Und das edle Mobiliar entweiht. Au. Ja. Au. Oh oh. Ich kann nicht anders. Ich möchte einfach, damit man das noch besser versteht, was das eigentlich heißt, was das hier. Guck mal, dem ersten Hamburger fällt schon der Knüppel aufs Schlagzeug hier. Tut mir leid, dass ihr es so erfahren müsst. Hier, ja. Aber ich muss euch jetzt ein paar Bilder vom Hamburger Rathaus zeigen. Ich bekomme sie einfach nicht mehr aus dem Kopf und ich möchte, dass es euch genauso geht. Und da hatte ich dann jede Nacht das edle Mobiliar entweiht. Das edle Mobiliar entweiht. 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 Ja, entscheidet selbst wo, hier, da. Oh Mann. Naja. Ja, ich will da gar nicht sagen, belasse mich selber seit Tagen, ne? Das gibt Albträume. Ich weiß, tut mir leid. Nochmal an die Band aus Hamburg hier angereist, dass ihr es auf diesem Wege erfahren müsst. Ja, Schill ist aber nicht der Einzige, der in Nicks Fußstapfen tritt. Der Marzipanmann. Ja. Matthias Mangiapane, so spricht man so aus, ne? Ja, ist richtig. Mangiapane. Hat die Oberts natürlich auch gefressen. Klar, jetzt nach 4 Sendungen bricht alles aus ihm heraus. Er ist aber nicht nur verzweifelt, er ist nicht nur enttäuscht, er ist nicht nur wütend, nein, er ist gleich alles zusammen. Und vereint auch alle diese unterschiedlichen Emotionen in 20 Sekunden in seinem Gesicht. Sowas gab es noch nicht und wird es vermutlich auch nie wieder geben. Das ist das Emotionalste, was ich jemals gesehen habe. Hier sein Pamphlet über Claudia Oberts, von der er unter anderem enttäuscht ist, wegen was auch immer. And the Oscar goes to Mangiapane. Und mir hat es einfach gezeigt, dass ich in meinem Leben die geilsten Freunde ever habe. Und niemals solche Menschen wie sie in meinem Umfeld haben möchte. Niemals. Sorry. Das ist ein guter neuer Move, oder? Ja. Dass man so, wenn man merkt, die Augen laufen über, dass man das macht wie bei einem Wasserglas, dass man es einfach möglichst gerade hält, damit nichts rauskommt. Diese Emotionen fand ich toll. Wie sehen Sie das? Sie fanden Braveheart im Original schon ergreifend? Dann schauen Sie doch mal, was passiert wäre, wenn man statt Mel Gibson auf den Weltschauspieler aus Langen in Hessen gesetzt hätte. Um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen. Ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Es ist
ist so ergreifend, oder? Man fühlt ihn sofort, man sagt, ja, das stimmt, die fiesen Engländer. Haut sie weg. Ja, so hätte man spielen müssen. Ja, sie fragen sich auch, warum die Leute immer lascher mit den Corona-Regeln umgehen. Ja, würde Star-Virologe Christian Drosten bloß so viel Emotion in seine Empfehlung packen, wie manch Japane in diesen Wutanfall, dann... Ich kann zu diesen Einzelmaßnahmen praktisch nichts sagen. Irgendwann schauen wir nach, dann müssen wir mal überlegen, wie es dann weitergeht. Ich glaube, dass man da schon bestimmte Zahlenwerte hat. So, ein Gruß an die Charité. Ja, damit ist alles gesagt. Das war die Reality TV Masterclass für diese Woche. Ich hoffe, Jakob, du hast fleißig mitgeschrieben. Ja, eindeutig, ja. Da hat man was lernen können. Ne? Ja.